Wie oft wandeln wir durch den Nebel unserer Wahrnehmung blind für die Gestalten, die in dessen Tiefen lauern. Im Herzen Aachens, umhüllt von den Dämpfen heißer Quellen, begegnet man dem Barkauf. Doch ist es Wirklichkeit oder bloß ein Spuk, geboren aus den Schatten des Rausches? Wer kann sagen, ob die Gestalten, die wir in unseren dunkelsten Stunden wahrnehmen, Früchte des Trinkens sind oder tatsächlich an den Ecken unserer Realität kratzen? Lasst uns heute also gemeinsam fragen, was offenbart die Nacht wirklich? Die Wahrheit? Oder nur das, was wir zu sehen glauben? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sagen und Legenden hier bei The Captain Phil. Heute gibt es mal wieder einen weiteren Ausflug in die Welt der Sagen. In unserer heutigen Episode entführe ich euch in die historischen Gassen von Aachen, einer Stadt, die nicht nur für ihre Kaiserpfalz und ihre heißen Quellen bekannt ist, sondern auch als Heimat einer besonders eindrücklichen Sage, die Legende des Barkauf. Die Wurzeln dieser Sage reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert. Und obwohl sie vermutlich Teil einer älteren regionalen Überlieferung ist, findet sie sich vornehmlich im kulturellen Gedächtnis Aachens wieder. Die Bedeutung des Barkauf in der lokalen Folklore ist tief verwurzelt und fungiert als eine Art Wächter der Sitten, eine mahnende Instanz, die die Schattenseiten des Alkoholkonsums beleuchtet. Doch, was ist das Barkauf überhaupt und wie sieht es aus? Nun, das Barkauf ist ein mystisches Wesen, das in den Abwasserkanälen nahe der berühmten heißen Quellen Aachen sein Unwesen treibt. Beschrieben wird es oftmals als deformiertes Kalb mit einem zerzausten, zottigen Fell und schneidenden, rasiermesserscharfen Fangzähnen. Seine Augen, so sagt man, sollen klobig sein und im Dunkeln leuchten. Und anstelle von Hufen, was ja normalerweise ein Kalb hat, hat es Pfoten, die aussehen wie Bärentatzen mit langen, scharfen Krallen. Sein Schweif soll geschuppt und lange sein, sodass es ihn hinter sich herschleift auf dem Boden, ähnlich wie der eines Drachens. Am Hals und an den Beinen, so sagt man, trägt es Ketten, die sich bei jeder Bewegung laut raschelnd bewegen. Das Barkauf soll vor allem nachts aktiv werden, insbesondere dann, wenn der Nebel durch die Straßen wabert und sich auf den Rücken betrunkener Männer werfen, die spät noch im Freien unterwegs sind. Dabei tötet das Barkauf seine Opfer nicht, sondern versetzt sie höchstens in einen großen, heftigen Schrecken. Es lehrt die Betrunkenen eine wichtige Lektion über die Gefahren des Übermäßigen und die Unvorhersehbarkeiten, die die nächtlichen Straßen bieten können. Interessanterweise wird erzählt, dass sich das Gewicht des Barkaufs auf dem Rücken des Betrunkenen zunimmt, je mehr dieser Mitleid fleht oder sogar zu beten beginnt. Ein symbolträchtiges Element der Sage, das die moralische Dimension der Sage natürlich deutlich verstärkt, was sie im Endeffekt den rebellischen und unkonventionellen Charakter der Legende und dieser Sage unterstreicht. Mit der Zeit und der Überwölbung sowie Bebauung des Kolbert, jenes Ortes, der mit der Existenz des Barkauf eng verbunden war, verschwand auch die Sichtung dieser Sagengestalt aus der Erzählung der Stadtbewohner. Doch im Endeffekt lebt die Legende weiter fort, mal als eine humorvolle Erzählung, mal als düstere Mahnung. Ebenso gibt es zu dieser Sage wieder mehrere verschiedene Versionen. Zusätzlich zu der traditionellen Erzählung, die ich euch gerade erzählt habe, gibt es auch noch eine Version der Sage, die das Barkauf als Straßenräuber entlarvt, der sich mehr oder weniger als mystisches Wesen verkleidet hat, um betrunkene Passanten auszurauben. Andere Versionen hingegen porträtieren das Wesen als harmlosen Schelm, der nichts weiter als nächtliche Scherze mit den Betrunkenen treibt. Schaut man sich also die Sage des Barkauf genauer an, sieht man, dass sie nicht nur eine Erzählung ist, um ein furchteinflößendes Monster zu porträtieren, sondern auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Zustände und moralischen Auffassungen ihrer Zeit. Sie warnt vor den Exzessen des Trinkens und erinnert uns daran, dass unsere Taten oft unerwartete Konsequenzen nach sich ziehen können. Und so kommen wir im Endeffekt auch schon zum Fazit, denn wie sicher können wir sein, dass die Schatten, die wir in der Dunkelheit erblicken, nicht mehr sind als die Ausgeburten unserer eigenen Trunkenheit? Das Barkauf, ein nächtlicher Schrecken, der in den Nebelschleiern Aachens lauert, ist es vielleicht nur eine Illusion, ein Spiegel unserer Ängste und Übertreibungen? Könnte die Geschichte des Barkaufs uns mehr über uns selbst verraten als über das Wesen? Und welche anderen Wahrheiten verbergen sich in den Nebel unserer eigenen Wahrnehmung, die wir im Endeffekt noch gar nicht zu durchschauen vermögen? Und das war auch schon die heutige Sage hier bei der Captain Phil über das Barkauf. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt ihr Anregungen und Vorschläge für weitere Sagen? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Captain Phil.